Wir sehen hier zwei geordnete Zahlenlisten. Es handelt sich um Zahlen, weil die Liste numerisch ist und sie ist geordnet wegen der Ranglisteneigenschaft. Der Median wird definiert durch die Mitte der Datenliste. Jetzt zählen wir die einsame ab. 1, 2, 3, 4, 5 Daten in der linken Liste. Die Mitte ist gegeben durch das dritte Data. Wenn das jetzt hier eine 7 wäre, wäre der Median, also die Mitte, gegeben durch 7. Sehen wir uns die rechte Datenliste an, da haben wir 2, 4, 6, 8 Daten und die Mitte wäre gegeben durch das vierte und das fünfte Datenelement. Weil das jetzt eben Zahlen sind, wenn das jetzt hier eine 10 wäre und das hier eine 13, dann wäre die Mitte gegeben durch 10 plus 13, das wären 23, geteilt durch 2 wären 11,5. Der Median wäre in diesem Fall also 11,5.